Ja, richtig gut. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, gegen zwei Top-Mannschaften zwei Siege zu holen, ist gut. Ich glaube, wir haben auch gutes Fußball gespielt, Spaß gehabt. Alles, was wir machen wollten, hat gut funktioniert. Wir haben Chancen kreiert, wir haben gut verteidigt und gefühlt hat jeder Spaß gemacht. Und auch man fühlt es jetzt von Tag zu Tag, auch den ganzen Camp. Die Vibes sind richtig gut. Ja, ich glaube, war auch ein bisschen schwer heute unsere Aufdrehung, Aktion zu haben, wegen mir viel mit ausgerutscht. Ich persönlich war richtig schwer, irgendwas zu machen da. Aber trotzdem, Holland und Frankreich, beides waren guten Gegner und wir wissen die Qualitäten von denen. Und wir haben auch die Mentalität, auch in so ekligen Spielen auch den Sieg noch zu holen. Und das, sowas braucht man für eine EM. Ja, da sind manchmal so, wie ihr nennt, Krisen und die Ups und Downs. Manchmal dauert es ein bisschen eine Weile, da rauszukommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir direkt schon raus sind und ich glaube, wir müssen noch den Flow mitnehmen und bei die Club auch gesund bleiben und dann Spiel für Spiel gucken, dass wir immer uns verbessern und dann hoffentlich was kriegen können.